Hallo, hallo. Also, wenn man hier im historischen Zentrum ist, kann man entweder von hier aus diese Tuk-Tuks nehmen zum La Pietra, zum großen Fels. Oder wir haben gerade unseren Freund aus dem Restaurant gefragt. Meint, es gibt noch eine ökonomischere Variante. Da vorne an der Ecke fahren irgendwie Busse und Oder das ist nicht hier. so. Oder hier und das ist nicht so teuer. So schnell? Und wir sind angekommen. 10 Minuten ungefähr von Guatapé. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir auf den Fels hochkommen. Hola. A caballo para la No, piedra. con caballo no, A gracias. caballo nos vamos, No. que esto me la Caminando, caminando, esto ¿verdad? me la otra son dinero. Alter, ob das so eine gute Idee war, Laura, dass wir heute Morgen Fitness gemacht haben? Und du hast auch noch Beine trainiert, ne? Zweimal Beine trainiert. Und das Schlimmste ist, das sind noch nicht mal die Stufen vom Fels. Das ist einfach nur, um hochzugehen. Oh Mann. Ah, dann te pego tuk-tuk. Ich kann den Pietra schon sehen. Schon vorher. Guck. Sieht echt mega schön aus. Und wenn man richtig Geld hat, dann macht man den Helikopterausflug da. So Leute, die erste Hürde haben wir geschafft. Aber das Schlimmste wartet noch auf uns. Diese Treppe wird auf jeden Fall heftig anstrengend, oder Laura? Zieht euch rein, wie groß dieser Felsen ist. Das ist einfach so unvorstellbar, dass einfach mitten hier im Nirgendwo so ein riesiger Stein ist. Und der ist, also so wie ich annehme, ist er von Natur geschaffen. Einfach nur verrückt. Jetzt mal ein paar Tickets kaufen, damit wir auf dem Felsen rauf dürfen. 659 Treppen. Ja, also die Tickets kosten 20.000 pro Person. Und dann kann man hier die Treppe hochgehen zum Felsen. Alter Laura, schau dir an, wie steil die Treppen auch noch sind. Auf geht's, Laura. Weiter. Hälfte ist geschafft. Los geht's. 350. Wir haben's geschafft. Wow, was für eine Aussicht. Das war heftig anstrengend, ne? Das stimmt. Wie uns der Mann gestern bei unserem Ausflug mit der Lancha erzählt hat, ist das alles, wo das Wasser ist, waren früher mal Städte. Das heißt, das ist alles künstlich angelegt, das Wasser. Das ist ein Stausee jetzt. Und ja, sieht jetzt einfach fantastisch aus, wie so kleine Inseln im Wasser. Und hier gibt es dann auch noch einen Aussichtspunkt, wo wir jetzt hochgehen. Mal schauen, wie die Aussicht von dort oben ist. Und Laura, was sagst du dazu? Sehr schön. Ja, das heißt noch schöner, weil gibt es Häuser und so, oder? Und so sehen deine Beine aus, wenn du den Pietra bestiegen hast. Laura ist ein wenig am Wackeln. Aber ich auch. Okay, vamos. Also, Fazit des Tages. Guatapé ist eine mega geile Stadt, ist auf jeden Fall einen Trip wert. La Pietra, eine echt unfassbar schöne Aussicht, muss man auf jeden Fall machen, wenn man hier ist. Ein Muss. Ein Muss, genau. Und eine ganz wichtige Sache, vertraut nicht auf den Wasserbericht. Wir haben geguckt und jeden Tag schlechtes Wetter, jeden Tag Wolken, Regen. Und es sah am Anfang, heute Morgen auch so aus, aber auf einmal strahlend blauer Himmel, also von daher
kommt einfach hierher und vielleicht habt ihr Glück mit dem Wetter. Genau. Und noch eine Empfehlung, ein Tag reicht. De Medellín, vem pra cá, faz um bate-volta, vê a pedra, faz passeio de barco, vai lá em Guatapé, dá um rolê, tira foto, come e basta. Porque a gente estamos aqui há 2 dias e fica tipo, e aí, o que a gente faz agora? Então, um empfehlo, muito bom. Um dia, já basta. Hier beenden wir das Video und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Unsere Reise geht weiter in Santa Marta.